Jo, liebe Leute, endlich mal wieder ein neues, anderes Video von mir. Ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört, außer meinen Let's Plays. Und ja, wir haben es 21.30 Uhr, den 21.07. Es sind noch genau, Moment, 4, 5, 25 Stunden, 25 Stunden und 37 Minuten, bis ich entbannt werde. So dann kann ich auch noch warten. Und ich gönne mir dann morgen auch noch Pilze. Und dann starte ich auf das 15 oder auf 10, ich weiß es nicht. Irgendwo muss ich starten. Durch. Und dann mache ich da wieder weiter. Damit auch die Leute, die man jetzt Play Shakes und Fidget nicht so mögen, dann auch wieder Spaß an mir haben. Ja, heute war für mich ein erfolgreicher Tag. 22 Abonnenten habe ich dazu bekommen. Ist immer gut. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich vor... ich habe schon so viele Videos und täglich kommen so viele dazu. Nicht meist gesehen, hinzugefügt am... oben nochmal umdrehen. Wo ich vor 2 Monaten gesagt habe, dass ich mir eine eigene Community und so weiter aufbauen will. Jetzt ist es und es läuft und ja... Daumen hoch für den Hund im Hintergrund nochmal bitte. Und ja. Oh, ein neues Video. Gucke ich mir das gleich an? Weiß ich nicht. Ja, und für die Leute, die mein Shakespeare Let's Play gucken. Hier sind schon, boah, schon 8 Folgen. Davon kommen morgen diese 3 Stück hier, weil ich muss ein bisschen nachkommen. Ich sage jetzt nicht, was dann vorkommt, aber ich bin schon weit. Und ja. Schöner Desktop-Hintergrund, ne? Daumen hoch für den Desktop-Hintergrund. Ich hoffe, ihr freut euch wieder. Jo, da bin ich wieder. Ja, da ist kurz jemand reingekommen. Da muss ich kurz unterbrechen. Wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ja, genau. Ich hoffe, ihr freut euch wieder auf andere Videos von mir aus dem Shakespeare Let's Play. Ja, SV-League-Videos kommen auch weiter. Ich freue mich auch dafür, dass manche SV-League-Abonnenten meine Shakes-and-Fidget-Videos auch toll finden und es jetzt selber spielen. Das finde ich super. Und ich finde es auch toll, dass meine Shakes-and-Fidget-Abonnenten auch SV-League spielen und dass mittlerweile auch mein SV-League-Video von euch angenommen wird, oder Videos. Das letzte Mal hier, das kleine Jump-Video, das fand ich selber schon richtig erfolgreich. Ich liebe es immer, wenn ich eigene SV-League-Videos mache, die... Vor allen Dingen das Editieren, das ist ja schon aufwendig. Das Video geht 1 Minute 54 und es ist schon, hat auch länger gedauert, die ganzen Jumps zusammenzuschneiden und so weiter. Gestern war ja ein riesengroßer Patch Day, 7 Stunden Downtime und so weiter. Hat sich vieles verändert. Ich finde es mittlerweile relativ okay. Am Anfang habe ich gesagt, däh, scheiße. Davon werden natürlich auch Videos kommen von SV League. Ich habe ab morgen Ferien, dann ist Jahrgang 2010, 2011 endlich Success. Und dann werden auf jeden Fall aufwendigere SV League Videos kommen. Shakes Fidget kommt auch noch ein kleines Video, das ist hier. Also die Zusammenschnitte, wo ist denn das? Da ist es. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall auf mehr freuen. Das war jetzt nur eine kleine Pausenzeit. Ich habe ja auch, würde ich sagen, letzte Zeit genug Videos reingeballert. Und ja, morgen kommt 3 Folgen Let's Play Shakes and Fidget. Und morgen Nacht, abends schalte ich dann nochmal live ein zu meiner Entbannung. Ich hoffe, das wird alles pünktlich sein, dass es automatisch gemacht wird. Oder dass ich da manuell entbannt werde. Und ja, ich hoffe, ich kriege erfolgreiche Kommentare. Ich will auch noch gerne nochmal mein Jump-Video ans Herz legen, weil ich finde das so geil, schon allein die Musik. Hätte ich es dann noch ein bisschen länger gekriegt, dann wäre das Lied auch fast zu Ende geworden. Aber ist egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.